Oh, nein! Nee. Oh, mein Repertoire ist lange genug dabei. Servus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox aus Köln. Heute mit Marco Höger. Marco, du bist ja ein Spieler, der viel Einsatz zeigt, räumst vor deinem eigenen Tor sehr viel weg und bist aber trotzdem sehr fair. Das werden wir jetzt mal bei dieser Challenge testen. 1 gegen 1, wir 2 gegeneinander, Michi steht im Tor und dann schauen wir mal, ob du gute Defensivkünste hast. Macht schon was gefasst. Ja, Jungs, ich bin ready, aber an mir gibt's heute kein Vorbeikommen. Ja, zeig mal, was du kannst. Schlecht. Ja? Nein! Das sagt er, er hat keinen starken Fuß und dann kommt ein Lupfer. Ja, ist nicht einfach. Ist nicht einfach, ja. Hat er gut gemacht. So, das war eine kleine Kostprobe. Okay, ich bin gespannt, was noch kommt. Oh! Jawohl! Meti! Da bin ich! Was soll das? Da bin ich! Der Deal war eigentlich anders, ne? Ja, da reden wir später noch, Meti. Wie war der? War der im Gesicht rausgeholt oder was? Nee, Schulter. Ich verteidigen kann ich gar nicht so. Meti! Oh, Scheiße. Zu arrogant. Ich hab mit der Ecke noch gerechnet, ey. Los. No. Gibt's nicht. Komm, Fabi, Junge. Oh. Oh, nein! Nee! Oh! Alter! Nicht einfach. Erst lupfen und dann sowas, ey. Ja. Ah. Der kann das ja, Mann. Jo, kannst du singen. Das ist überhaupt dein Fuß. Oh. Ausdauertechnisch, was? Oh! Eigentlich darf ich Rückpass nicht in die Hand nehmen, ne? Ja, war schlecht, gell? Heute kein Treffer von mir, 2 von Marco Höger. Abartig, der Mann. Okay, dritter. Ja, aber verlangt mir alles ab. Echt, oder? Zu ausdauertechnisch? Stark. Oh! Sorry. Macht der überlegt! Ja, das war einfach. Miti, was los? Ja, wir funktionieren als Team noch nicht so ganz. Nee, ist echt so. Ah, ist so süß, ich pump. Ich pump ohne Ende. Ja, ist kein Problem, ich auch. Ich muss jetzt ein Tor machen. Eins. Für die Ehre. Marco, bisschen langsamer. Nein, nein, nein. Darf ich jetzt? Es ist abgekocht, ist abgekocht. Mein Repertoire ist lang genug dabei. Ja? Los geht's. 3-0. Gib denn schon wieder frech in die Ecke. Oh Mann. Blamage. Schlitzohr. Jetzt schon 4-0. Entwickeln sich ganz andere Torjägerqualitäten bei mir. Auch noch nicht gewusst. Okay, 4-0. Ja. Weiter. Oh, den hält er. Kammer, Zwischenstand. Meti, wie steht's? 4-0 steht's, komm Junge. Ein Ehrentreffer. Oh. Ja! Verdeckter Schuss. Verdeckter Schuss. Da macht nichts.
aber kann ich auch nichts machen. Ein Ehrentreffer. All meine Erfahrungen versucht, aber ging nicht viel. Okay? Die Seite echt. Oh, oh, den krieg ich. Der hat noch. Oh! Beini! Wenn jetzt der Name hinten drauf wäre. Ja. Lieb alles, Alter, kann man so sagen. Das war nix. Mich lässt es so aussteigen und ich tummelte. Boah, Respekt. Trotzdem gut gemacht. Mich so zerstört, ich komm gar nicht mehr. Torwart. War gute Paran dabei. Ich hab gar nicht gesehen, wo der Ball lag überhaupt. Ja, ich bin mal Maschine. So, Marco, Fragen die Balle. Einfach kurze Fragen, kurze Antworten von dir, dass ich die Zuschauer ein bisschen näher kennenlernen. Was ist deine erste Erinnerung an den FC als kleiner Junge? Ich war im Stadion, habe Toni Polster gesehen. Ich glaube, er hat sogar zweimal getroffen. Hättest du in deiner Familie auch Bayern-Fan werden können? Bayern-Fan glaube ich eher weniger. Früher habe ich immer gesagt, zu jedem Freund, der Köln-Fan, der Bayern-Fan ist, Erfolgsfan. Okay, wieso willst du Verantwortung übernehmen in Köln? Weil es meine Heimatstadt ist und ich mich hier rundum wohlfühle. Warum hast du noch nie eine rote Karte bekommen? Ich bin eigentlich sehr emotional, aber da halte ich mich noch ein Stück weit im Zaun. Was hast du durch deine Kreuzbandrisse gelernt? Geduld mitzubringen. Haben dich die Spitznamen Jesus und David Guetta so genervt, dass du dir die Haare abgeschnitten hast? Nee, die haben mich eigentlich nicht genervt. Ist ganz witzig, immer sowas zu hören. Was ist auf Schalke besser als in Köln? Eigentlich gar nichts. Auf deinem Rücken hast du das Tattoo, halte immer selbst die Treue. Warum? Weil das so mein Lebensmotto ist. Dein Lieblingssatz auf Kölsch? Tät noch immer Jote, Junge. Ein Witz auf deine Kosten aus der WhatsApp-Gruppe der FC-Spieler? Ach Gott, da sind ganz viele Fotos im Umlauf. Was wissen die Fans nicht über dich? Eigentlich wissen sie alles. Dein Opa hat schon in der Jugend für Köln gespielt. Warum bist du nicht schon als kleiner Junge zum FC gekommen? Da war einfach der Fahrweg zu weit. Prinz Karneval in Köln, wäre das was? Ja, wäre vielleicht mal was. Oh! Nein! Es gibt natürlich noch ein zweites Video mit einer Revanche-Challenge. Gibst du mir da eine kleine Chance? Ja, ich versuch's natürlich. Ich will natürlich immer gewinnen, aber eine kleine Chance bekommst du. Schaut auf jeden Fall das Freitagsvideo an, abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. Bei Instagram vorbeischauen, die Kickbox, noch Werbung für deinen Instagram-Account machen kurz. Wie heißt du ja? Weiß er gar nicht. Höger-Marco, glaube ich. Kann aber auch andersrum sein, ich weiß jetzt nicht. Ihr findet ihn auf jeden Fall. Genau. Und abonnieren, Kickbox, Instagram. Und das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.